Ja, Frau Präsidentin, Frau Nationalrätin, Herren Nationalräte, Frau Staatskanzlerin, Frau Sektionschefin Periar, Honorationen aller Staatsstufen, aller Wissenschaften. Herr Stürmer, herzlichen Dank, dass Sie das ermöglichen. Sie machen ein Riesending für die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Ich danke Ihnen herzlich auch diesen Anlass. Ich glaube, das ist ist sehr wertvoll, dass wir hier sein dürfen. Ich rede hier nicht als Liquidator des Konsortiums, dafür sind andere zuständig. Ich schaue ein bisschen in die Runde. Nein, ich rede hier als Präsident der Schweizer Staatsschreibekonferenz. Es ist eben auch unser Baby, zusammen mit Frau Periar, zusammen mit dem Bund, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten hier und da haben über die Erziehungsmethoden, wie das Voto-Elektronik sich entwickeln soll. Aber letztlich ist es unser aller Baby. Ich gehe nur kurz darauf ein, Sie sehen das hier. Es ist unbestritten, wir müssen es machen. Sie sehen jetzt nur die Zahlen des Kantons Aargau. Sie wissen die knappen Stimmverhältnisse, die wir haben bei gewissen eidgenössischen Abstimmungen. Es ist äußerst notwendig, dass wir die Digitalisierung in der Demokratie vorantreiben, um eben die demokratischen Mitwirkungsrechte unserer Bürgerinnen und Bürger, sei es im Innen, sei es im Ausland, gewährleisten zu können. Und darum sprechen sich die Kantone, die Staatsschreibekonferenz, zusammen mit dem Bund, Bundesrat, Bundeskanzlei dezidiert dafür aus. Und eigentlich sind wir erfolgreich unterwegs. Wie bei jeder Erziehung gibt es Holprigkeiten, unterschiedliche Auffassungen, die haben wir auch in den Medien hinlänglich mit Freude streitbar dargelegt. Wir haben 11 Jahre, sind wir aber erfolgreich unterwegs, mehr wahrscheinlich als alle anderen Länder. Wir haben über 525.000 Mal elektronisch erfolgreich Stimmabgaben gehabt. Es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Sie sehen aber die Kantone oben, die 9 Kantone, wo die Frau Präsidentin und ich einer der Leidtragenden bin, die zu psychotherapeutischen Sitzungen führte. Aber auch das gehört dazu. Das heißt, die Geschichte muss trotzdem weitergehen, die Bereitschaft zur Erneuerung, die Bereitschaft zur Digitalisierung, was eben eine Bereitschaft auch ist der Demokratieentwicklung in diesem Land. Was wir haben, darum der Pfeil. Genf hat ein bisschen eine super Präsentation von Kollegin Anja Wieden. Genf hat eine relativ flache Entwicklung, hat mit dieser 30%-Klausel zu tun. Das müssen wir wahrscheinlich mittelfristig ein bisschen anpassen. Aber Sie sehen, die Kantone, die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer erheben, ist ein bisschen eine ungünstige Darstellung von meiner Seite. Aber letztlich haben wir, Kollegin Periar hat das auch gesagt, gegen 70%. Ich erinnere nur daran, briefliche Stimmabgabe eingeführt. Wir hatten 10 Jahre bis 50% unserer Bürgerinnen und Bürger dieses briefliche Stimminstrument genutzt haben. Es gingen alle lieber an die Urne. Voto-Elektronik das erste Mal 50%, mittlerweile gegen 70%. Also der Zug ist nicht mehr zu stoppen. Sie sehen auf der linken Seite auch die Digitalisierung der Gesellschaft, das Unverständnis auch unserer Bevölkerung, unserer ausländischen Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer, wie die melden sich auch bei mir zu Hunderten mit Zuschriften, dass wir hier als Behörden, und zwar Bundesbehörden, kantonale Behörden, nicht schneller vorangehen. Und darum dieser Gewohnheitsfaktor, die unsere Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer haben, den müssen wir beachten. Das bitte ich auch die Bundesbehörden bei ihrem Bewilligungsverfahren. Ich akzeptiere das, Sicherheit geht vor, aber es braucht einen gewissen Pragmatismus, weil haben dort halt unterschiedliche Auffassungen. Das ist nicht emotional, das ist nicht persönlich gemeint. Aber wenn wir die gleichen Ansprüche stellen bei der brieflichen Stimmabgabe wie bei der elektronischen Stimmabgabe, dann würde ich sagen, dann geben wir der SVP recht, dann müssen wir zurück an die Urne. Also wir müssen hier ein bisschen mit gleichen Ellen messen. Das sagt Uwe Serdült auch, das ist einer der Top-Forscher in diesem Bereich vom Zentrum für Demokratie in Aarau, Zweigstelle der Universität Zürich, in der fortschrittlichsten Hauptstadt der Schweiz. Also, wir müssen weitergehen, wir müssen vermeiden, eng kooperieren, Bundesbehörden, Bundeskanzlei mit den Kantonsbehörden, ihre insbesondere Staatskanzleien, um versuchen zu vermeiden, nicht Bewilligungen vorher anzeigen. Wir haben im letzten Juni, diesen Juni noch die Bewilligung erhalten, 3 Monate später nicht mehr. Es war, glaube ich, ein gemeinsamer Systemoptimierungsansatz, den wir in Zukunft pflegen müssen, dass das nicht mehr passiert. Und hier habe ich vielleicht ein bisschen eine andere Ansicht als meine geschätzte, gute, ganz gute Kollegin Periar. Es ist signifikant, das sehen Sie hier. Basel ist auch zurückgegangen, Basel-Stadt, aber es ist signifikant bei den Kantonen, bei jenen Kantonen, die bei den Auslandsschweizer
Schweizerinnen nicht mehr Vote Electronic anbieten konnten. Sie sehen das alleine bei dem Kanton, den ich heute repräsentieren darf. Das ist ein Drittel weniger, also es sind 10,1%, aber ein Drittel weniger. Sehen St. Gallen auch, Auslandschweizer 5% weniger. Das ist wirklich signifikant, das Vertrauen ist weg. Die Leute, und sie haben das Recht, Sie als Politikerinnen und Politiker haben das Recht gegeben, unseren Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer abzustimmen und zu wählen. Und sie trauen nicht mehr. Sie kriegen diese postalischen Unterlagen zu spät. Also müssen wir daran arbeiten. Wie geht es weiter, die aktuelle Entwicklung? Es wurde schon gesagt, Genf ist daran mit einem staatlichen System, einem hervorragenden System, eine eigene Entwicklung. Neuenburg macht es mit der Post, einem staatlichen Betrieb, hat auch bei uns zu Diskussionen geführt, dass jetzt ein Staatsbetrieb hier einsteigen muss. Das Konsortium selber, das sind 9 Kantone, aber die weiteren Kantone, aber insbesondere das Konsortium kann sich in Anführungszeichen wie zurücklehnen, schaut jetzt die beiden Angebote entsprechend an. Der Pioniergeist ist vorhanden, die Angebote von Genf kommen hochqualifiziert, aber auch der Post kommt auch ebenfalls hochqualifiziert. Und es ist absolut klar allen Kantonen, es muss weitergehen. Wir sind in der demokratischen Pflicht, in der Behördenpflicht, das System anzubieten, primär jetzt den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, aber nachher auch den Inlandschweizerinnen und Inlandschweizer. Das wurde schon gesagt, es gilt, das Vertrauen zu schaffen. Es gilt, die Verifizierbarkeit sicherzustellen. Es ist Genf dran, die Post ist dran. Das Zulassungsverfahren ist pragmatisch zu reden. Eng Kooperation, Bund und Kantone. Die technische Sicherheit ist entsprechend zu garantieren. Und summa summarum, ich habe noch 1 Minute und 36 Sekunden. Danke vielmals, Herr Stürmer. Er hat mir da diesen Timer, hält er mir vor. Summa summarum, ein Jahrzehnt erfolgreich. Die Erfolgsgeschichte wird weitergehen, ist unumkehrbar. Allen Unkenrufen zum Trotz, allen technologischen Risiken zum Trotz, die müssen wir bewältigen. Dafür sind die staatlichen Behörden in der Pflicht. Der Bund ist in der Pflicht, der macht eine ausgezeichnete Arbeit. Die Kantone, die machen auch ausgezeichnete Arbeit, sind auch in der Pflicht. Eng kooperierend. Es ist letztlich ein Pionierprojekt, ein Pioniergeist, da appelliere ich ein bisschen an Pragmatismus. Man muss nicht nur die Risiken sehen. Wenn wir die gleichen Risiken sehen bei der Briefstimmabgabe, können wir nicht mehr brieflich abstimmen. Das ist meine persönliche Meinung. Der Zeitplan müssen wir leider anpassen in diesen 9 Kantonen, die bislang Voto Electronic angeboten haben, jetzt das nicht mehr machen, jetzt haben wir nur noch 2 marktfähige Systeme. Die werden das weiterführen, ein bisschen verzögert. Das heißt, wir hoffen alle, genau wie Kollegin Perriard, dass die meisten Kantone wieder aufspringen im 2019 bei den nächsten eidgenössischen Wahlen. Und letztlich, und das ist mein entscheidender Punkt, aus Sicht der Kantone, nochmals, ich spreche hier als Versuch der Kantonsvertreter mit einem Versuch, alle 26 Kantone in einen Hut zu fassen. Das ist unglaublich schwierig, unglaublich schwierig. Aus Sicht der meisten der 26 Kantone ist ein System nicht zu präferieren. Ich möchte nicht jetzt polemisch reden, von Insieme reden, von einem Informatikprojekt, aber wenn Sie von einem Monopolanbieter abhängig sind, kann das dazu führen, ich formuliere es vorsichtig, dass Sie am Schluss die Kosten nicht mehr im Griff haben. Punkt 1. Punkt 2. Solange wir den Föderalismus haben, der unendlich viele Vorteile hat, auch mit den politischen Rechten. Auch wenn hier und da sich die Bundeskanzlei zu Recht aufregt, wie die Ständeratswahlen ablaufen mit den unterschiedlichen Wahlterminen und Wahrungsterminen. Aber solange wir unterschiedliche politische Rechte haben, Kantone mit Puckelsheim, unterschiedliche Mehrheitswahlsystemen, müssen wir dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse der Kantone, historisch gewachsene Bedürfnisse der Kantone, auch entsprechend wahrgenommen werden. Und dass Stimme, eine kantonale Stimme, vor allem wenn Sie ein kleiner Kanton sind, der eben nicht die Marktmacht hat, hilft es Ihnen mehr, wenn Sie zwischen zwei oder mehr Systemen wählen können, nicht nur von einem abhängig sind. Und darum bin ich sehr dankbar, dass Genf, dass einen vorzüglichen Pioniergeist an den Tag legt, aber auch die Post, die wirklich als Staatsbetrieb hier einsteigen will, dass wir nach wie vor mehr als ein System haben, weil das führt zu Kostenstabilisierung sowieso, das ist ein Wettbewerb, das ist gut.
Und das Zweite, man berücksichtigt die föderalen Grundsätze. Soweit meine kurzen Einführungen. Ich habe 8 Minuten gehabt und 8 Minuten und 54 Sekunden gebraucht. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Stürmer. Danke.